Hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch ganz kurz zeigen, wie wir unseren Desktop hier aufnehmen können. Und zwar das Ganze mit einem kostenlosen Tool. Ja, das geht ziemlich einfach. Mit dem VLC Player hier, ja, beziehungsweise ein Media Player ist das. Ein ja, ziemlich mächtiges Media Player, wenn man so möchte. Wir können damit wirklich jede Menge Sachen anstehen hier machen. Ich denke aber, dass es sowieso, ja, zumindest fast jeder von euch kennt. Wer das vielleicht noch nicht kennt, das finden wir jetzt unter LAN Video Player vielleicht. Zack. Und genau, das ist jetzt hier die offizielle Webseite hier. Wir können das uns hier herunterladen. Das ist kostenlos. Und Open Source auch. Wir können hier, wenn wir wollen, etwas spenden vielleicht. Wenn nicht, dann können wir das trotzdem uneingeschränkt nutzen, ja. Und wie gesagt, das ist ein super Media Player eigentlich, finde ich. Man kann damit jede Menge Sachen anstellen. Wie gesagt, ihr könnt euch dann hier auf der Seite informieren, falls ihr da Interesse habt. Genau, ich wollte euch aber heute nur ganz kurz zeigen, wie man hier mit unserem Desktop hier aufnehmen kann. Ja, wenn wir das gestartet haben, hier den Media Player, gehen wir hier auf Medien und hier haben wir konvertieren, speichern. Wir können damit auch Dateien konvertieren, also ja. Und genau, wir können damit auch YouTube Videos wiedergeben und auch downloaden, ja. Mit einem kleinen Trick, das kann ich euch aber nachher zeigen. Jetzt gehen wir erstmal hier auf Aufnahmegerät öffnen. Und hier wählen wir unseren Desktop aus. Hier haben wir noch ein paar Optionen. Hier die lassen wir jetzt, beziehungsweise vielleicht hier die Frames, ja, die Frames per Second hier. Ich mache mal jetzt einfach mal 30 hier. Hier haben wir konvertieren, speichern, nochmal hier auf konvertieren und hier nochmal an. Wir können uns hier entweder ein neues Profil hier erstellen mit unserem, ja, gewünschten Einstellungen oder das Default hier anpassen oder so übernehmen einfach. Ja, wenn wir jetzt hier auf diese Einstellungen klicken, hier haben wir die Verkapselung. Ich mache mal jetzt MP4 Move. Video Codec, das ist in Ordnung, automatisch. Hier haben wir noch ein paar Optionen, ja, können wir Filter setzen und so weiter. Ich lasse das jetzt, wie gesagt, hier bei den Standardeinstellungen. Ich mache hier auf Speichern. Hier haben wir Screen, genau, durchsuchen. Hier müssen wir natürlich ein Speicher Ort eingeben und ja, Test Record vielleicht mache ich jetzt einfach mal, zack, und auf dem Desktop, damit ich jetzt schneller finden kann. Und wenn wir jetzt auf Start klicken, geht es schon los. Hier haben wir übrigens noch die Möglichkeit Ausgabe anzeigen, ja, das wird auch live in dem Player angezeigt sozusagen. Ich lasse das jetzt einfach mal aktiviert, um zu sehen, wie das aussieht. Und wenn wir ja hier auf Start klicken, schon geht das los. Hier, wir sehen hier die Zeit. Ich mache mal das jetzt so. Hier ist unsere Datei erstellt worden schon, ja, unser Film MP4 Datei. Hier ist der Player, ja, der jetzt hier live mit anzeigt. Ich schiebe das mal rüber, genau, und schon können wir jetzt hier schnell etwas dokumentieren oder so. Das ist jetzt natürlich nicht die beste Lösung hier, die beste Möglichkeit ist aber eine Möglichkeit halt, wenn wir mal irgendwie schnell nebenbei etwas dokumentieren wollen, können wir das jetzt schnell hier mitmachen. Wenn wir fertig sind, einfach hier auf Stop klicken in den Player und genau, schon haben wir unsere MP4 Datei hier, Files. Wenn wir das starten, haben wir hier unser ja, Movie, unser Rekord hier von unserem Desktop. Und genau, was ich euch noch zeigen wollte, ist, wie man YouTube-Videos schnell und einfach herunterladen kann, mit einem kleinen Trick vielleicht hier.
Und zwar, wir können ja YouTube-Videos hier wiedergeben mit dem Player hier, indem wir jetzt hier auf Medien Netzwerk Stream öffnen. Hier auf Netzwerk, ja. Und dann einfach hier, ja, den Video-URL hier einfügen. Und wenn wir jetzt auf Wiedergabe klicken, dann wird das Video einfach ja, hier wiedergegeben. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir jetzt auf Werkzeuge gehen, ja, und auf Codec Informationen, hier haben wir ein paar Infos halt, und hier unten Ort, ja, das ist hier ein komisches URL hier, das können wir jetzt hier einfach alles markieren hier und kopieren. Und jetzt, wenn wir ja, unseren Browser hier starten und das hier einfach einfügen, kommt das, ich mache mal kurz hier Mythen, genau, das haben wir, das Video hier in dem Browser. Und wenn wir mit der rechten Maustaste hier darauf klicken, irgendwo haben wir die Möglichkeit, Video speichern unter Desktop meinetwegen, hier haben wir ja, und einfach auf Speichern und schon, zack, wird das Video heruntergeladen. Ja, genau, das war es auch schon alles erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like oder ein Abo, freue ich mich natürlich auch. Wenn es euch gefallen hat, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.